Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Emerald Nuzlocke Randomizer. Ja, wir müssen jetzt zu Team Magma. Deswegen ab nach Maldenfrohstadt. Und erneut rauf auf den Kraterberg. Daran konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, gebe ich zu. Also ich habe die Generation ja einige Male gespielt, aber die Smaragd eben nur, ich glaube, einmal. Oder zweimal. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt völlig entgangen, dass Team Magma hier sein Geheimversteck hat. Wurde uns ja gerade mitgeteilt, oder beziehungsweise im letzten Part, dass es hier angeblich ein Geheimversteck sein soll. Naja. So. Raus hier. Jetzt müssen wir hier runter. Hüpf, hüpf. Oh, this builder shaking Magma-Emblem. So, genau, unser Magma-Emblem macht das jetzt hier wackel-wackel. So, und hier stand ja so ein Team Magma-Rüpel irgendwo. Na, da dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt weiß man auch, warum er hier stand. Er hat die Geheimbasis bewacht. Magma-Hideout. Oh, nö. Ich darf hier was fangen. Da kann ich nichts für. Ich darf mir immer noch was fangen. Ich muss einem Pokémon Stärke beibringen. Strength. Ja, Andel. Tut mir leid. Das ist das zweite VM. Aber Stärke ist an sich recht stark mit 80. Ja, das war ja jetzt kein schweres Rätsel. Schon wieder ein Kleinstein. Jetzt muss ich wegrennen. Das kann ich nicht machen. Gut, dann fangen wir kein Pokémon, haben wir uns jetzt quasi selber versaut. Aber irgendwie sind ja auch logische Pokémon, sag ich mal. Und auf jedem einzelnen Schritt ist ja ein Pokémon. So, ich hätte gern eine Super Potion. Eine Super Potion. Aulina taught us dick into Mount Chimney, so we duck and duck. Und digging und wahaha. Ich bin ein Team Magma Hüpel mit meinem Fifien. Und ich kann einfach nichts. Ich bin schlecht und verliere gegen ein Kind. Kind. Scary Face, aka Grimasse. Nightshade und tschüss, kleines Fifien. Ja, mit der Gerät. Ich hasse euch kleinen Steine. Ich wollte mal kurz was gucken, warte mal. Torqual. Hier kann man nicht hoch. Ne, genau, hier kann man erst später hin. Alles klar, damit ich zusammen, damit die wieder zurückgucken. Vielleicht setze ich Rappel ein. Vielleicht geht's mir auch im Sack. Gleich ist es soweit. So. Ja, genau. Er möchte uns aufhalten. Team Magma Grant would like to battle Team Magma Rüpel. Mit Numel. Mit Kamop. Heißt es, glaube ich. Nightshade. Gruselig. Ja. Focus Energy. Energiefokus. Und tut 38 Skydle. Am einfachsten wäre, glaube ich, auch wirklich Milotic zu leveln. Hi. What? 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 Only Team Magma wäre es aus. Brauchst du die in hier? Ich bin nicht in Team Magma-Uniform, das ist richtig, aber vielleicht bin ich einfach ein Undercover-Agent. Ich möchte halt nicht sofort auffallen. Da wirst du mit deiner Weiterentwicklung von Fifien auch nicht weit kommen. Außer das Bedrohr. Swagger? Ist vielleicht Jack Swagger. Whee! Whee! Ich sag dazu jetzt nichts. Nee.
Mega Punch Mist auch noch. Strange. Nee, Strength. Nicht Strange. Strange ist das nicht. Strange ist das Xatu-Todes. Und damit unser nächstes Pokémon. Doppelkampf können wir, glaube ich, nicht, ne? Die laufen ja leider nicht nebeneinander. Ah! Ein Eindringling! Jetzt bin ich sauer, jetzt spiele. Ich bin wirklich sauer, das ärgert mich jetzt. Wieder eigene Dummheit. Mann, ey. Und es war ja nicht schlecht. Ich meine, ich habe ja noch einen Dart. Ich kann mir noch ein Xatu machen. Ach, das ärgert mich jetzt schon wieder. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie lange muss, ehrlich gesagt. Ich habe die Basis ja auch gar nicht mehr im Kopf. Ich kann jetzt hier lang. Ich glaube, ich möchte erstmal hier lang, oder? Meine geht überall lang. Mann. Das ist so ärgerlich schon wieder. Ach, ich mache nochmal Mist, weil ich voll Idiot. Ach, das war blöd, Full Restore. Ach, diese war blöd. Diese war not gut. Ach, ich hasse euch. Ich geh weg. Ich mache jetzt hier Schutz. Es reicht. Hier gehe ich, glaube ich, nur hin für den Pokémon, aber ist okay. Why not? Wir haben ja ein Pokémon gefangen. Aber es ist so doof. Ärgert auch einfach so richtig. So, genau, jetzt kommen wir hier hin. So, Rapid ist nicht mehr aktiv, also jetzt vielleicht den nächsten rein. So, du müsstest natürlich auch noch kämpfen, denn da ist ein Pokéball. Das weißt du auch und du musst ihn beschützen, aber du kannst ihn nicht beschützen. Rare Candy. Ich habe immer gesagt, also so habe ich das in vielen Spielen auch immer gemacht, Rare Candy benutze ich immer nur, wenn ich wirklich ein Pokémon jetzt entwickeln will, das nur noch ein Level ist oder so. Oder vor der Liga. So mache ich das immer, weil dann braucht man die eh nicht mehr nach der Liga, so großartig. Why did I do to deserve this God posting? What did I do? Achso, was habe ich getan? Habe ich diesen Posten? Dass ich diesen Posten haben muss. Ist doch schön. Da so zu stehen und nichts zu machen. Icy. Rapid ist off hier, da machen wir gleich 9. Team Magma Grand mit Pupanze. Too easy. Wollen wir uns nicht auch im Poké nachregistrieren gegenseitig? Geht's hier weiter? Ah, er hat jetzt aber schon das erste Mal von Groudon geredet. Oder Graudon, oder es gibt ja wieder so viel Streit immer, wie man das ausspricht. Hier war noch ein Ball. PP Max. Hier ist noch ein Gegner. Er erinnert sich an uns. Wir auch. Hydro-Pumpe, sehr nice. 80% Trefferchance. Hier trifft alles. Waterpult. Ach komm, Waterpult, weg damit. 40 schon Hydro-Punkte, ne? Das ist aber früh. Switch on first place. Mann, ey. Ach, ich komme da nicht drüber weg, dass ich Xatu verloren habe. Skyle ist tot. Was habe ich an zweiter Stelle? Piantra, das ist okay. Bald werden sie erreicht haben, was sie erreichen wollten. Aha. Bam, 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 badam, bam. So, dann machen wir euch mal ganz schnell fertig. Einmal mit Strength und einmal mit Mistball. Easy peasy.
You made it this far, so I tell you. That's right, up ahead, Groudon is sleeping. Maxi went to Groudon just seconds ago. It's going to awaken real soon. Ja, Maxi möchte Groudon erwecken. Ach, guck mal, Magma-Admin ist ja hier gerne beachtet. Das heißt, wir werden gleich wohl gegen Maxi kämpfen müssen. Das ist wieder easy. Der Nisa noch nicht schwer, aber er hatte schon mal einen Kamerupt. So. Der nächste Gegner wird es Maxi sein. Max Receive können wir, Revive können wir natürlich nicht mitnehmen. Ich meine, ist natürlich an sich auch nicht sonderlich wichtig, aber ich möchte es trotzdem mitnehmen, um es zu verkaufen. Special Defense. Ist, glaube ich, Möter sehr von betroffen und ich mache mal Pet. Damit er hier. Ach, ja, soll ich es natürlich auch mitnehmen. So, runter. Jetzt kannst du auch ruhig offen. Groudon is sleeping. Groudon, nothing could awaken you from sleep, bathed in magma. This blue orb is, was es macht. Dann zeig doch mal. Das ist leider, der falsche Orb. Groudon ist wach. Und er findet das gar nicht schön. Er haut ab. Groudon, what's wrong? Genau, der blaue Orb war nicht das, was ihn richtig erweckt hat. It's Magma wieder Maxi. Level 37, gut, der geht es schon ganz schön ab. Scary Faces Grimasse. Takedown, Mega Punch Mist. Swagger. Vielleicht hat er die Moves like Swagger. Thunderbolt müsste ja eigentlich very effective sein. Jetzt muss ich aufpassen, ich möchte nicht noch ein Pokémon hier verlieren. Aber irgendwie deutet sich das gerade schon wieder an. Weil es sich immer selber Aua macht. Das ist voll so ein Spaß, die Pokémon. Das ist jetzt schon ein etwas schwierigerer Kampf. Ich glaube, jetzt hat er auch keine Potion mehr, weil er geht mir gerade auch ein bisschen am Sack. Ist Kamerup da? Wechseln wir jetzt einfach zu Pet, damit es ein bisschen schneller geht. 39, ist ein Level höher. Boah. So. There's a reason you don't fled, that's what I tried to say, aren't you? Genau. Ja, er möchte jetzt dieses Geheimversteck in dem Vulkan nicht mehr haben. Aus diesem Grund gehen sie jetzt. Ich hätte auf der anderen Seite gemusst. Escape Rope möchte ich jetzt aber gerade nicht einsetzen. Erstmal Piotr an erster Stelle. Ich weiß, du möchtest gerne von mir gefangen werden, aber ich möchte dich nicht fangen, okay? No. Ein bisschen Gas geben jetzt. No, raus hier. No. Kleinstein, ein Geodude. Ach ja. So, ins Pokécenter. Und es ist wieder Zeit, ein Pokémon abzulegen. So, Bock 14 haben wir natürlich jetzt ausgewählt. War natürlich Schwachsinn. Da sind ja unsere toten Pokémon drin. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen aufräumen. Es ist ja noch nicht alles tot. Wir haben ja echt viel Scheiße, müssen wir ja mal sagen. Ah, ich habe einen Togetic, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Und einen Nidoran haben wir auch. Da können wir uns einen Nidoking machen. Ein Habitzack, falls unser Taubos sterben sollte.
Ist sogar ein Nidorino schon. Okay. Ein Habitat? Ich weiß gerade nicht, was ich mitnehmen soll. Also ich möchte eigentlich kein Xato mehr. Das hatte ich dann die Zeit auch nur noch mit, da wir es halt von Anfang an hatten. Denn Psycho kann ja unser Traumfugil. Ich habe halt einen Fehler gemacht. Warte mal. Du kommst mal mit. Du kommst mal in Box 13. Denn dich habe ich geschenkt gekriegt. Dich möchte ich nicht verwenden. So. Voltilam. Das könnte man mitnehmen als Donnertyp. Party-Pokémon. Style. Rest in Peace. Jetzt die Frage, was nehmen wir mit? Ich hätte gerne natürlich auch den Zacker. Hätte natürlich auch was, aber ich habe ja einen Wassertyp, Wasserdrache. Lamus hätte ich als Lashoking. Ist das Lashoking? Würde ich auch nehmen. Ich hätte natürlich auch gerne Random. Migella, Stolz. Der ist nicht stolz. Ich nehme Kameru mit. Voltilam. So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.